Jo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerd Crate. Da ist er, Big Evil. Galvatron. Heute im Review aus Netflix War for Cybertron Kingdom. Sieht nicht ganz genauso aus. Ist ein bisschen abweichend, aber ich finde den ehrlich gesagt besser. Da kommen wir gleich zu. Ich erzähle auch warum, wieso. Ich erzähle auch warum ich ein paar Details so ein bisschen quatschig finde. Das auf jeden Fall. Und auch einen kleinen Preview auf was Donnerstag kommt, was wir gestern gerade gesehen haben für die Leute, die Voice of Chaos nicht gucken. Aber als allererstes, fast wie immer, das kriege ich ja fast immer nicht hin, holen wir das Mikrofon runter und starten das Intro. Ohne Intro läuft nämlich nichts. So, schau doch mal aus. Wenn schon, denn schon. Alles sauber und so, oder? Gucken wir einmal in den Live-Chat. Wir haben Andi Berger, wir haben Cantina of Transformers und wir haben den Michael Hagener. Die üblichen Schmerzpatienten, die üblichen Verdächtigen, nennt es wie ihr wollt, alles höchst respektabel gemeint. Im Live-Chat für den Anfang. Genau, heute für die Leute, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben: Kingdom, War for Cybertron, Trilogy Kingdom, Galvatron. Wenn wir das hier schon haben, fangen wir mit der Box auch direkt an, steigen wir direkt ein. Sehr, sehr schönes Artwork, sieht mega gut aus. Galvatron hier auf der Seite mit seiner Partikelkanone wieder nach vorne prescht und sein Space-Haubitzen-Modus mit seinen Mini-Revenge-Blastern, was so eine komplett schwachsinnige Sache ist, mit angepackt und die Matrix dengelt darunter. Das Logo sieht alles gut aus. Transformer an der Seite, Window-Box innen drinne, die übliche Golden Disc-Variante. An der Seite das, ja, das generelle Side-Art, ne, das generelle Promo-Poster von Kingdom, kann man eigentlich schon sagen. Und auf dem Rücken, was man damit machen kann, wie er denn am Ende aussieht. Das sind die Ränder, die sind sehr, sehr frisch. 33 Wiege zur Glücklichkeit, zur Haubitze, funktioniert gut. Und bevor jetzt in den Extras kommen, kurz schon mal ein Extra quasi abgehakt. Hier drinnen findet sich auch wieder eine Karte, die aber höchstwahrscheinlich nicht zum Paket passt, was ich aber hier drunter ganz gerne erschlagen will. Die pflücke ich jetzt hier nicht raus, denn den darf ich mir angucken mit großem Dank an meinen Zuschauer Timbo Speedybo. Und von dem aus darf ich mir auch die Arche angucken. Die gibt es dann auch bald. Ich weiß noch nicht 100% wann, aber sehr bald. Soweit dazu. Schöne Box, schönes Artwork, stabil, hält alles sicher an kleinen Plastik-Schnubbis. Irgendwie können sie ja doch nicht vom Plastik weg, aber Plastik wird weniger und weniger. Und das ist auf jeden Fall respektabel. Oh ja. Oben auf das Decepticon-Symbol. Packen wir das ein bisschen an die Seite. Der Alex Jesse, ich grüße dich. Ja, weiß ich schon. Stay tuned. Wechseln wir die ganze Chose einmal um und gucken uns den Future Tyrant einmal an. Da haben wir ihn mit allem, womit er kommt. Und wir fangen, würde sagen, wie immer mit der Anleitung an. Ist ein relativ großes Pamphlet. Also, was ist denn mit dem Netz im Moment los? Also, mein Handy hat eigentlich keine Sprecher. Keine Ahnung, was StreamYard hat. Ich hoffe, da komme ich noch. Ich hoffe, das geht einigermaßen und kommt gegen an. Also das ist merkwürdig. Vor allem, weil er hat seine riesige Wumme und dann soll er noch eine niedliche kleine ja, Revenge-Waffe haben. Finde ich Quatsch. Finde ich ziemlich Quatsch. Die Auflösung wird gerade absolut furchtbar. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann, weil das ist mein Handy. Da geht nicht viel mit. Ich hoffe, das kriegt sich noch einigermaßen ein. Kann ich nichts machen. Tut mir leid. Ist auf jeden Fall ein Riesenpamphlet, wie man hier mal eben sehen. Das ist nicht nur einfach ein Seitenfaltblatt. Also das ist echt ein Poster. Ne? Das ist echt ein Poster und zeigt einem die ganzen Schritte einmal in grün hervorgehoben. Gibt euch alles, was ihr braucht. Außer. Und dazu kommen wir jetzt. Von wegen Transformationsschritte, was in der Anleitung abgehakt ist. Schulterfix. Ja oder nein? Von mir persönlich ein ganz, 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 ganz großes Nein dazu. Denn so ist Galvatron aus der Box. Der kommt mit den Schultern niedrig und wir haben diese Schlitze vorne. Muss man den dafür auseinanderpflücken? Tim sagt nein. Also Icke. Nicht Timbo, sondern ich, Tim. Denn, ganz wichtig, wer diese Proportion katastrophal findet, ist völlig im Recht.
wer das ändern möchte, hebt die Arme hoch, dreht die Arme runter, dreht die Arme 180 Grad. Und das Problem ist gelöst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habt ihr zwar das Pinloch vorne, aber ob ihr das Pinloch vorne habt oder diesen Slot vorne, macht meiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Also nochmal, Arm hoch, Arm nach hinten runter, Arm 360 Grad nach vorne. Problem der Proportionen gelöst. Und ihr müsst nicht die ganze Schulter auseinander kloppen und den Pin da drinnen lösen und sehen, dass ihr das Ding da drinnen dreht und das dann wieder darüber stülpt. Aufgrund der Tatsache, dass ihr das nicht mit einem Spudger schafft, weil der nicht genug stabile Hebelkraft wirkt, baut ihr Schraubendreher und kloppt euch das Plastik kaputt. So geht's auch. Und so habt ihr einen Pin vorne. Und ganz ehrlich, wenn ihr den Pin hier aus dem Plastik rauskloppt, dann ändert ihr die Toleranz des Pins und der hält nicht mehr so gut wie vorher. Fakt. Das werdet ihr vielleicht nicht gleich merken, aber das werdet ihr merken. So. Also, da ist euer Schulterfix. Fertig. So, behold, die Presso-Truhe. Haben wir hier noch? Timmer, die G1-Waffe hatte da auch eine zweite Waffe dabei. Hatte? Du, keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich vorher nicht nachgeguckt. Müsstet ihr mal eben nachschauen. Keine Ahnung. Hier, Blackie, ich grüße dich. Figo, sorry, ich muss bald ins Bett. Ja, okay. Der Pin bietet sogar noch etwas Abwechslung. There you go, bisschen mechanische Details, Positivity, I dig it. Denn du hast mich angesteckt, ich habe mir heute zwei Slipknot-Alben als Vinyl bestellt. Guck mal an. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, was mit der Auflösung los ist. Bei mir auf dem Handy sieht alles gut aus, ich habe vernünftiges Netz, das muss irgendwie die Verbindung aus StreamYard auf dem Browser hierauf sein. Es tut mir leid. Ich hoffe, es wird noch besser. Ich kann dagegen reichlich wenig machen. Also da kriegt StreamYard hinterher auch entsprechend ein Feedback, dass die letzten Male andauernd das Bild pixelig war und ansonsten hat mein ganzes Zuhause kein Problem. Weiß ich nicht. Tut mir leid. Kann ich nichts gegen machen. Dennoch, schauen wir mal weiter an die Accessoires. Er kommt natürlich, das ist ein sinnvolles Accessoire. Er kommt, oh, wenn ich das sehe, ey, wie soll ich denn jetzt noch meine Reviews machen, wenn ich das hier habe? Was ist denn mit der Technik im Moment los? Heute will mir die Technik komplett auf den Sender gehen. Leute, könnt ihr mal eben sagen, wie das für euch ankommt? Kommt das für euch vernünftig an oder kommt das für euch gnadenlos verpixelt an? Weil ganz ehrlich, so brauche ich kaum weitermachen. So seht ihr ja kaum was. Das ist alles am Ruckeln und es ist alles pixelig. Das ist eine völlige Katastrophe gerade. So brauchen wir hier nicht weitermachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird auch nicht besser. Es ruckelt, es pixelt und... Ja, weiß ich nicht. Denn ich werde mich mal eben einmal komplett neu einloggen. Einmal mit Offline-Modus einmal komplett und hoffen, dass es dann besser ist. Oder vielleicht mit dem Wi-Fi. Ich versuch's mal mit dem Wi-Fi. Wir machen mal Wi-Fi. Soll ja angeblich soll Wi-Fi ja so stabil sein. Versuchen wir es einfach mal mit Wi-Fi. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was da momentan los ist. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Ich hoffe, das Wi-Fi ist wenigstens stabil. Aber Andi ist gerade aus dem Urlaub zurück, ne? Und der hat selber gesagt, Deutschland ist Entwicklungsland, was vernünftige Netzabdeckung angeht. Und das ist definitiv so. So, jetzt machen wir noch mal eben kurz die Rückwärtskamera und dann hoffen wir, dass das Ganze besser funktioniert. Da haben wir das. Fertig. Enter. Und dann machen wir noch einen kleinen Versuch. Hoffen wir, dass es besser wird. Das sieht bisher erstmal gar nicht schlecht aus. Da haben wir den wieder. Jo. Dann werden wir wohl in Zukunft bis auf Weiteres erstmal Wi-Fi nutzen. Seht ihr? Da sind wir wieder. Ihr habt das mit dem Fix gesehen. Das hat, glaube ich, noch funktioniert. Ne? Also das mit dem Drehen ist kein Problem und ihr habt immer noch die ihr habt vernünftige Proportion. Das ist wichtig. Bild ist Käse, ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder da. Wi-Fi. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem WLAN ist. Aber ich hatte ja letztens auch irgendwie ein Problem damit, dass mein WLAN am Router einmal aus war. Da hat das was damit zu tun. Ich muss mal mit Vodafone telefonieren. Jemand stimmt die Auflösung jetzt wieder. Wir können weitergucken. Seht ihr mal, da sind wir wieder. Jetzt sogar, oh, jetzt ist crisp. Das ist gut. Das finde ich klasse. Hier haben wir die Matrix. Die könnt ihr auf diesem kleinen Pack drehen und wenden, wie ihr wollt.
könnt ihr auch zusätzlich abmachen. Kommt dann hier entsprechend an einer modellierten Kette, die nicht komplett schlecht ist. Henkmann, ich grüße dich. Das war mega verpixelt. Ich habe es ja auch gehabt. Also ich habe es 1:1 auch gehabt. Hier am PC ist sonst alles top. Aber wenn ich das auch sehe, das heißt was. Aber das Problem haben wir ziemlich schnell gelöst. Also, gute Matrix, silber angemalt, braun angemalt, blau angemalt. Aber ein bisschen Paint Scratches. Das ist nicht so cool. Das ist leider nicht so cool. Könnt ihr auch nicht hyperviel mitmachen, könnt ihr ihm über seine Rübe ziehen. Und dann hat er hier die Matrix drumherum hängen. Das passt. Ihr könnt das auch so ein bisschen faken, wenn er die irgendwie so festhalten soll. Dann könnt ihr die Hand so ein bisschen anwinkeln. Und dann hängt ihr das Ding hier so drüber. Und dann hält er die quasi fest. Das funktioniert. Das geht zum Glück. Gar nicht schlecht. Sollt ihr irgendwie im Alternate-Mode über die Haubitze hängen? Ich weiß nicht warum. So, jetzt kommen wir zu dem bekloppten Accessoire. Das soll, ganz ehrlich, das soll in der Haubitze mit rangeklemmt werden. Man soll es ihm in die Hand geben. Ich mach's nicht. Was ihr immer damit macht, ist eure Sache. Ich werde es hier nicht zeigen. Wir haben hier zwei Blaster in der Form der Revenge. Nicht mal so 100% richtig, weil die normalerweise diesen richtigen Aufbau hat. Ist 1:1, bis auf das Ding ist das quasi die Revenge und kommt in Silber. Zwei Stück, könnt ihr zusammenpacken und dann hat er das. Yubi. Das ist das erste Mal, dass ich ein Review mache, dass ich sage, das ist ein absolutes Schwachsinns-Accessoire. Und deswegen geht der Accessoire-Score auch extrem runter, weil er hat seine Partikelkanone. Was soll der hier mit? Das ist völliger Humbug. Völliger Schwachsinn. Weg. Und dann haben wir hier seine Partikelkanone. Und die ist cool gemacht. Die sind nämlich einen geteilten Weg gegangen. Die haben gesagt, okay, im Cartoon war es ja komplett gold bemalt und sein Toy war komplett durchsichtig. Jetzt haben sie hier einen Teil bemalt und ein bisschen durchsichtig. Das ist interessant. Ich mag das. Vor allem die Spritzdesigns, die Details innen drinne geben noch ein bisschen Railings hier drinne wieder. Das ist ganz nett. Das ist ziemlich cool. Und sonst ein paar schöne Line-Details. Schwarz hier hinten, silber bemalt, bisschen Vans hier hinten. Kommt gut. Und ihr könnt euch auch überlegen, wo ihr das haben wollt. Entweder wollt ihr das auf dem Arm direkt haben, dann ist sie allerdings sehr, sehr lang. Aber dann hat er wesentlich komplette Freiheit. Oder ihr setzt das Ding an den Arm, dann funktioniert das von den Proportionen wieder wesentlich besser. Und tatsächlich funktioniert das mit dem Arm drehen und so weiter auch einigermaßen, muss ich tatsächlich sagen. Also das funktioniert, könnt ihr halten, wie ihr wollt, sozusagen wie der Dachdecker. Und klappt. Überhaupt kein Problem. Also das ist gut, das funktioniert Granate, auch mit dem Armfix sozusagen, der denn keiner ist, wo ihr nicht den ganzen Arm mit auseinander pflücken müsst. Haben wir dann hier Garbatron. Und der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Der sieht wirklich, wirklich gut aus. Also seine Toy-Variante, seine G-Mon-Toy-Variante, die aus Generation Select kommt, bin ich jetzt persönlich kein Fan von. Ich liebe das, den Stil normalerweise. Deswegen habe ich mir ja auch den Darius in der entsprechenden Farbe geholt von New Age Toys. Aber für das Sculpt funktioniert das nicht so gut. Die Farbe funktioniert hier original einfach schlichtweg besser, muss ich sagen. Einmal die Front für euch und dann die Seite. Auch kein zu großer Aufbau. Schön das Kettenlaufwerk hier bemalt. Und die Rückseite. Sehr clean. Sehr, sehr clean. Mag ich. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Der ist sehr gut geworden. Wir haben hier ein sehr gutes Head Sculpt. Vor allem ein vernünftiger Helm. Nicht dieses, wie habe ich das genannt? Der Helm von Galvatron in der Serie sieht aus wie die Frisur einer Sekretärin aus den 90ern. So Bob bis zu den Wangenknochen. Das hat er nicht. Er hat seinen vernünftigen Helm. Und er hat ein wirklich schönes, grimmiges Gesicht. Kommt sehr, sehr gut. Mag ich. Mag ich verdammt gerne. Tolles Gesicht. Wirklich, wirklich klasse. Hey, moin. Timo, da bist du ja. Hast gerade die Probleme mit dem WLAN verpasst. Ich bin gerade auf Wi-Fi umgestiegen, sodass die Aufnahmen auch vernünftig sind. So, die Kanone ist viel zu lang. Leider ist die Figur generell nicht 1:1 wie in der Show. Ja, nee, aber das finde ich ja gut, weil, wie gesagt, der Helm halt eine Katastrophe in der Show war. Deswegen. Mit der Kanone zusammen sieht das sehr gut aus. Wir machen den mal eben einmal ab, denn Galvatron kommt über den ganzen Körper auch mit ein paar Paint-Apps. Dennis nennt das nochmal liebevoll Space Jizz. Ich finde, bei dem hier sieht das gar nicht so wild aus. Da sieht das einfach nur aus, als wenn sein Lack abgeplatzt ist, was ich mag. Das ist auch an den Kanten hier nur, hier so ein bisschen einmal drinne, hier und hier so ein bisschen. Das sieht cool aus. Bisschen auf den Arm, nicht zu viel. Mag ich. Ist auch unregelmäßig, so wie es müsste im Endeffekt. Finde ich gut. Rot auf den Apps, mit Silber zwischendrin, kommt gut. Schwarz hier oben, Silber da. Nichts zum Öffnen, auch wenn die Kanten hier anders vermuten lassen, aber es ist einfach nur hier zusammengepinnt.
Und man sieht schon hier oben grau, silber an seinem Haubitzenmodus, wo die Partikelkanone angeklemmt wird. Und komplett schwarz an dem Kettenlaufwerk. Sehr schick. Mag ich wirklich gerne. Ich finde ihn zum Beispiel perfekt in der Show. Echt? Dieser Helm bis hier? Nee. Dann seine Knee Pads of Doom, die wesentlich runtergedreht sind hierbei, was ich cool finde. Sind immer noch sehr heraustretend, aber funktionieren. Funktionieren sehr, sehr gut. Und schwarz und rot und so ein ganz bisschen, keine Ahnung, Silber Drybrush hier unten am Rand. Ich weiß nicht, was sie sich hierbei gedacht haben. Finde ich merkwürdig. Stehe ich jetzt persönlich nicht drauf. Dass sie auch immer die Füße dreckig hat. Ich weiß nicht. Und ein bisschen schwarz hier. Kommt gut. Sehr schick vom Stil her. Kann man tatsächlich nicht anders sagen. Mag ich. Setz mal einmal die Waffe wieder ran. Setz mal auf den Arm, dann funktionieren die Reste in Proportion. Und wir können uns gleich die Artikulation einschauen. Wovon der einiges hat. Habt ihr vielleicht schon in den Preview-Bildern auf meinem Instagram gesehen. Der macht von der Beweglichkeit universell wirklich sehr, sehr viel her. Der macht generell sehr viel her. So, wenn die Arme vernünftig in der Höhe sind, kein Schmerz. Überhaupt kein Schmerz. Sehr, sehr, sehr cool. Mag ich. Die Kinderspielzeugreihe löst sich aber von den beiden davor ab. Es passt halt nichts mehr zur gleichnamigen Show. Ich denke, das liegt an der veränderten Story. Vielleicht. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Anyway. Der Kopf ist jetzt erstmal nicht allzu beweglich. Wir haben hier ein bisschen links, ein bisschen rechts, ist auf dem Ballpack, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, nicht zu dermaßen viel. Aber das passt grundsätzlich. Ich weiß nicht warum, ich habe gerade den ganzen Bildschirm hier irgendwie markiert. Wie gesagt, sehr gut. Auch, was ich eben vergessen habe, Silber und Rot für die Augen, ne? Alles bemalt. Sehr, sehr schick. Diese Pinökel, seine Pylonen sind auch artikuliert. Die könnt ihr quasi auch ausrichten, wie ihr sollt. Transformationsbedingt, so, das wollte ich sagen. Aber ihr könnt sie trotzdem vernünftig im Winkel hier zu seiner Seite bringen. Die Schultern, habt ihr eben schon gesehen, für den Fix, die sind sehr artikuliert. Also ihr könnt das ganze Ding einmal komplett rumdrehen und seid schmerzfrei. Kommt sehr weit nach außen, könnt das zusätzlich mit drehen, um das entsprechend mit auszurichten. Komplett rundrum. Und wir haben eine vernünftige Oberarmrotation. Wird natürlich ein bisschen durch sein Kettenlaufwerk ein bisschen aufgehalten, aber nicht viel und gibt im Endeffekt alles. Auch wenig Hohlräume, ne? Wir haben hier so ein bisschen Hohlraum, das aber alles. Und ja, Double Jointed Elbow aufgrund der Transformation, aber voller Run. Auch nicht mal zu hässlich. Hier so ein bisschen mit ausmodelliert, mit einem Piston. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Der ist wirklich voll artikuliert, der ist wirklich super. Also, wer jetzt nicht schon Fans Toy Sovereign hätte und entsprechend Darius und quasi so ausgestattet bin mit Galvatron, wäre das meiner, muss ich ganz ehrlich sagen. Nehmen die Arme ein bisschen aus dem Weg. Ihr könnt die Kettenlaufwerke auch auf diesen Doppelarmaturen hier ausrichten, quasi wie ihr wollt. Da ist alles mit bei. Hüftschilde sind auf Doppelhinges, einmal nach oben und unten und nach vorne aufgrund der Transformation, könnt ihr aus dem Weg bringen. Und die Hüfte ist etwas limitiert. Mit den Hüftschilden. Die stoßen hier hinten ans Backpack an. Aber der hat trotzdem viel. Also wenn ihr das so ein bisschen aus dem Weg bringt und den erstmal in die Pose bringt, wie ihr wollt, dann könnt ihr das auch irgendwie ein bisschen faken. Müsst ihr sehen. Fake it till you make it ist hier das Motto. So, bringen wir die wieder nach oben. Kein App Crunch. Aktueller Standard, ja, aber kein App Crunch. Muss er auch nicht haben, meiner Ansicht nach. Man hat jetzt Galvatron sich noch nicht allzu häufig bücken sehen, oder? Die Beine, voller Spagat und quasi, das nach hinten, voller Frontsplit. Alles dabei. Maximum. Sehr gut. Mag ich. So, bin am überlegen, mir noch zwei IF Iron, was meinst du? Iron Legion oder Iron, oder, hä? Byron? Der Besteller mit Galvi eine coole Armee. Du meinst die Void Legion. Ich wundere mich schon, was du schreibst. Byron kenne ich nicht. Kann man die Kanone auch am Unterarm anstecken? Ja, natürlich. Das habe ich auch schon gezeigt. Ganz am Anfang bei den Accessoires. Kannst du abnehmen. Kannst du hier ransetzen. Wenn du willst, kannst du das auch an den Fuß setzen. Du kannst, wenn du das willst, war noch mehr, auf den Rücken setzen. Du kannst ihm die von hinten in die Hand geben. Das sind alles 5mm Ports. Das Ding ist voll damit. Massig Platz. Massig Platz dafür.
Auf jeden Fall kannst du anstecken, wo du willst. Für die besseren Proportionen würde ich aber persönlich den Oberarm empfehlen. So, die Hoka mit den Unterarmen finde ich immer am schlimmsten. Ja, aber die gehen hierbei. Die gehen hierbei zum Glück. Da gibt es schon größere Mo. Jo, aber mal das Gefühl, Hohlräume sind Hasbros Markenzeichen bei Transformers. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja, genau. Oh, verstanden. Ja, vor allem, ich wusste nicht, was du mit Viren meinst. Das war ja nun, das gibt's ja nicht mal. Anyway. Genau. Jetzt hatten wir das gerade. Rotation haben sie hier um das Gelenk hier drinne gehabt. In dem Oberschenkel. Was funktioniert, weil das ganze Ding sowieso rund ist. Das ist gut. Knie ist single-jointed, gibt euch aber alles, was ihr braucht und innen drinne sogar ausmodelliert. Also da ist kein Hohlraum. Das ist gut. Keine zusätzliche Rotation, manchmal gibt es das ja bei Figuren. Und die Füße haben, ja, der Rocker geht bis hier. Wenn ihr es irgendwie faken wollt, geht das auch weiter. Das ist aber Transformationsgelenk. Also wirklich, der Rocker geht... Ich guck mal gerade. Nee, mehr ist er nicht. Das ist der Rocker. Auch nichts nach oben, nichts nach unten. Müsst ihr mit arbeiten. Und hier so ein paar Paint Splotches. Also schlecht ist er um Gottes Willen nicht. Absolut nicht. Paar Ungereimtheiten. Aber an sich ist das eine wirklich stabile Figur. Und ja, gibt euch eigentlich alles, was ihr braucht. Also kann ich tatsächlich nicht anders sagen. Das ist ein wirklich stabiler Galvatron. Also vor allem hatten wir ewig lange keinen G1 Galvatron, ne? Von daher ist das sozusagen doppelt stabil. Gucken wir uns mal eben die Größe und das Gewicht an und kommen ein bisschen zu vergleichen. Mal einmal die Borgi und dann meinen vertrauenswürdigen Gliedermaßstab. Galvatron kommt auf 245 Gramm auf den Punkt. Und groß ist er. Machen wir die Beine mal vernünftig zusammen. Groß ist er. Na komm her. Genau 18,7 bis zu den Sohlen. Also wirklich von der Spitze, von der Krone bis unten zu den Sohlen. Ne? Ordentlich. Ordentlich, ordentlich. Kein leichtes Toy. Nichts Hyperbilliges, sehr, sehr schick und posieren lässt er sich tatsächlich auch gut. Ich werde übrigens mein Live-Posing nicht großartig rausnehmen aus den Reviews, aber wenn ich jetzt hier so sitze, das mit dem Live-Posing ist alles ein bisschen weit weg. Schaut bitte auf meine Instagram-Bilder, da wisst ihr, wie ihr den posen könnt und so weiter. Okay, ich möchte das auch nicht zu sehr alles in die Länge ziehen, das wird alles ein bisschen zu lang teilweise. Wir müssen ihn noch transformieren, wir reden noch über den Score und so weiter, also das ist nicht weg. Werdet ihr auch Samstag sehen. Samstag kommt ein zusätzliches Review. Aber hier so drinne, das mit dem Posen und so, das ist, ihr könnt ja zum Beispiel, was schade ist, ihr könnt zum Beispiel nicht so richtig diese Pose machen zu Cybertron, ne? Weil der kann nicht richtig hochkommen. Das ist schade. Rennen kann er auch nicht, weil der Rocker nicht nach außen geht. Also der kann nur sehr behäbige Posen machen. Ist nun mal so. Jo, machen wir mal kurz ein bisschen Vergleich. Packen wir den mal eben hier hin. Dann haben wir noch Iron Factory Void Legion noch zwei Stunden Mittag. Gallekisch? Das tippst du zusammen, Mann. Ja, aber dann 680er Film auch so lange Kanone. Mich stört die richtig. Nee, so lang jetzt auch wieder nicht. Also, die ist schon sehr lang. Die ist schon sehr, sehr lang. Aber anyway, Vergleiche. Hier ist einmal er. Dann haben wir hier, wenn wir schon dabei sind, Siege, Spinister, das ist also Deluxe Class. Dann, wir machen das einfach mal eben. Wir bleiben heute mal nur bei quasi bei Transformers oder quasi Transformers. Ganz frisch, gestern reingekriegt und schon in Vorbereitung zum Review, Iron Factory Void Tyrant, der IDW G1 Galvatron, also stilistisch eine ganz andere Nummer. Wird wesentlich hellerer Partikelkanone, wesentlich hellerem Weiß, quasi Weiß, nicht mal Grau, Gunmetal, ganz andere Nummer. Den kriegt ihr Donnerstag zu sehen. Machen wir auch live. Der ist wirklich brandheiß, der ist gerade raus. Sind drei Reviews auf YouTube, das wird das erste deutsche. Somit haben wir den einmal aus dem Weg. Legends passt also gar nicht rein. Womit das schon besser reinpasst, ist mit
meiner Figur des Jahres 2021 soweit. Das ist TFC Toys X Sci-Figure Industry Lumitant. Damit passt er ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen. Aber für Leute, die wegen Masters hier sind und sich fragen, wie kann das denn einigermaßen zusammenpassen? Antwort ist eigentlich gar nicht, aber zum Scale habt ihr hier einmal Scareglow. Ich denke, das sollte euch eine ganz gute Idee geben, wo der vom Maßstab her liegt. Und damit würde ich dann auch quasi sagen, sind die Vergleiche sozusagen aus dem Weg. Sowas sollte man auch nicht zu lange ziehen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, das sollte euch eine ganz gute Idee geben. Und wir können hiernach eigentlich direkt zur Transformation kommen, die alles andere als kompliziert ist. Sehr straightforward. Macht Spaß und kommt auch nicht allzu schlechtes Paar raus. Als erste Amtshandlung. Santa Maurice hier, scheiß T9. Ah, siehst du, okay, das erklärt einiges. Schade, dass der Rocker aber noch nicht so außen kann bei den Hasbro-Figuren. Ist aber auch nicht immer. Spin ist da zum Beispiel ein super Rocker nach außen. Der funktioniert klasse. Da ist die Krone aber ähnlich lang, verhältnismäßig. Die Kanone. Ja, verhältnismäßig, im Verhältnis an sich so schon. Er ist halt ein bisschen brockiger, deswegen die Kanone ein bisschen länger. Im Verhältnis passt es grundsätzlich schon. Aber eigentlich ist sie zu lang. Anyway, wollen wir einmal transformieren. Um den zu transformieren, müssen wir einmal die Arme wieder in die falsche Position bringen. Ich weiß doch nicht, ob vielleicht dieser Transformationsschritt fehlt oder ob das Ding womöglich wirklich fehlassembliert ist, weil das ist einfach zu einfach. Nach oben, rum, 180 Grad. Arme rein, anwinkeln. In die Schulter, Arme fertig. Das kommt schon rüber wie ein normaler Transformationsschritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nehmt ihr noch das Kettenlaufwerk, winkelt das an und die Arme sind quasi fertig. Dasselbe auf der anderen Seite. Hoch, runter, 180 Grad. Hand rein, hoch und einmal in die Schulter. Na, willst du wohl einpacken, bisschen anwinkeln, das Kettenlaufwerk nach vorne anwinkeln und die Arme sind fertig. Kein Schmerz. Auf den Rücken drehen einmal, das ganze Ding einmal lösen, die Arme über die Armaturen einmal lösen. Wir machen den kompletten Deckel einmal auf. Müssen auch einmal den Bauch öffnen, so dass der Kopf komplett einmal gerade vernünftig hier rein kann, wenn er denn will. Ich weiß nicht, warum er sich hier gerade so stört. Woran stört er sich denn gerade? Der muss doch hier rein. Da war ein kleiner Widerstand. Ich frage mich bloß, warum. Das ist ja ein Ding. Das habe ich original zum ersten Mal. Das war vorher nicht. Und man muss hier rüber. Und das ist auch nicht, dass du denkst, ich breche an einer Krone rum. Der hakt nicht an der Krone oder irgendwas. Das ist alles gut. Aber der hakt hier irgendwie. Irgendwas muss das rein. Die Brust runter. Den Teil wieder zu. Und der Teil wird komplett einmal runtergeklappt. Kommt man gleich gerade zu. Dann kommt der ganze Teil über ein Double Hinge nach hinten, packt hier oben ein und der ganze Teil flippt einmal nach vorne, packt hier in sich ein und die Beine kommen nach hinten. Stichwort Beine, Beine sind einfach. Das wird hier hinten abgelöst und mit dem Teil kommt das hier rein. Sprich einmal nach vorne, rein, dasselbe auf der anderen Seite, flupp. Ihr dreht die Beine 90 Grad nach innen. Und packt diese über den Pack, das und das hier rein zusammen. Das macht erst ein bisschen Probleme. Muss man einmal kräftig drücken und dann geht's. Und dann kommt das ganze Programm nach hinten. Und wir haben hier hinten an den Beinen diese zwei Packs und hier diese zwei Ports. Ihr flippt das Ganze, ihr flippt und ploppt, was war das denn? Nach hinten und packt das hier zusammen, sodass das so sitzt. Und dann könnt ihr auch den Haubitzenteil komplett nach unten bringen. Dann haben wir die Armaturen. Wir haben hier diese Löcher. Und wir haben noch die Hipskirts. Die müssen wir noch eben kurz ein bisschen zur Seite bringen und ausrichten. Die müssen nämlich so nach vorne. Und diese Ports
Komm auf diese Packs. Die sitzen aber mehr so. Die packen nicht so 100% ein. Was denn eher das Ganze arretiert, sind nämlich eher seine Schulterpylonen. Die werden ausgerichtet und dann kommen seine Hipskirts darauf und packen an der Seite ein. An dem Punkt richtet ihr dann das ganze Programm ein bisschen aus. Das hält alles nicht 100% zusammen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist nicht so 100% cool. Es packt hier ein, aber wenn ihr das dann ausrichtet mit den Armen, dann lösen sich diese Hüftportionen immer wieder gerne von seinen Schulterpylonen. Es sitzt so quasi. Der letzte Punkt ist dann eigentlich nur noch, dass ihr die Beine hier aus den Teilen raussplittet und dann könnt ihr den hier anwinkeln. Das hier packt gar nicht ein, das sitzt hier nur so. Das ist ein bisschen schade. Und finaler Punkt ist dann entsprechend, die Partikelkanone aufzusplitten. Den Teil setzt ihr hier vorne rein. Ich frage mich mal, wann ein Galvatron kommt, der tatsächlich einen transformierbaren Kopf hat, damit das auch wirklich die Aufnahme für die Partikelkanone wird. Könnte interessant werden. Und der letzte Teil hier oben rauf. Und dann habt ihr hier seine Space-Haubitze. Trotz der viel zu langen Kanone könnte ich mich stundenlang aufregen und das meines Erachtens nicht so geil im Kopf, werde ich ihn mir auf jeden Fall holen. Ja, hau rein. Der gibt Zyklonus und Scorch, sieht das bestimmt geil aus. Das würde ich auch denken. Aber ja, dann haben wir hier Galvatron. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, bestimmt auch noch 180 Grad drehen, aber das ist Galvatron im Haubitzenmodus und macht rundherum eine ganz passable Figur, würde ich sagen. Was gut ist, dass die Füße hier mit diesen extra Aufbauten hier tatsächlich ein vernünftiges Profil ergeben. Komplett in eins durch. Der Aufbau hier stört auch nicht so dermaßen. Der fügt sich ganz gut ein. Dass diese Teile hier nicht komplett einpacken, da bin ich halt kein großer Fan von. Und dass sich die Schulterpylonen immer lösen mit den Hüftportionen, ist nicht so 100% gelungen. Und dass das hier einfach nur so, obwohl, ey, na, da war es nämlich gerade. Okay, eigentlich soll das wohl so, sehe, ihr drückt das einmal ran und dann ist auch schon wieder Feierabend. Das soll wohl quasi gesichert sein von diesen zwei Portionen, die sich hier unten rumwickeln. Funktioniert aber nur so halb. Seht ihr? Da wackelt das die ganze Zeit rum. Ist suboptimal. Nicht so über die Maßen cool. Wahrscheinlich sollte das über diese Arretierung. Ja, das sollte über diese Arretierung. Wenn man das hier zusammenhält. Nee. Hasbro. Das ist, glaube ich, ein Schritt, der wurde ausgelassen. Ich sehe gerade was. Wir haben hier diese zwei Nupsis. Wenn wir die runternehmen und dann wird das Ganze. Entschuldigung. Und dann wird das Ganze zusammengepackt, dann landen diese Seitenteile in der Seitenaufnahme der Schulter. Das sitzt aber nicht vernünftig. Die Idee ist offensichtlich, dass das da drin sitzen soll und das dann arretieren soll, aber das kommt da gar nicht vernünftig rein. Interessant gedacht, aber nicht zu Ende. Schade. Aber ja, ansonsten. Das ist halt auch ein Problem, ne? Wenn man die Füße gerade machen will, dann steht der mit dem Arsch nach oben. Wenn sie anwinkeln will, dann sind sie komisch nach unten angewinkelt. Es ist Mainline. Es ist okay. Aber dass das hier nicht vernünftig arretiert, so wie es soll. Nicht so ganz cool. Leider. Also das ist ein Ding, das habe ich jetzt auch gerade erst so herausgefunden, dass das was ist, was fehlt tatsächlich. Also, naja. Sehe, wenn man es hier zusammenhält und die an den Punkten sind, dann ist das stabil und dann hört man auch nur die Pin-Toleranzen. Aber wenn man das loslässt, dann löst sich das sehr schnell. Also, da. Jetzt habe ich ihn. Das haben sie nämlich nicht vernünftig angebracht. Das war eins, das war zwei. Das war das. So muss das. Und das haben sie nämlich hier in der Anleitung, das haben sie komplett vergessen. Das haben sie komplett gar nicht angebracht. Ich würde sogar sagen, besser ist es fast, das so zu machen. Ja, diese Haubitze. Ich finde ja, da ist New Age Toys irgendwie besser, was das angeht. Und die ist schon hässlich. Müssen wir mal ehrlich sein. Also, ja. Ich könnte es auch ewig weitermachen. Aber so ist es wesentlich stabil, ne? Immerhin. Nicht komplett unsightly, aber naja.
Haubitze, was soll ich da sonst zu sagen? Jo. Ich war schon mal geflasht davon, Galvatron. Ich sag nur Fanstoy Sovereign. Und so viel kleiner ist der jetzt auch nicht, ne? Aber Sovereign ist halt teuer, das ist das Hauptproblem. Doof ist halt, dass man das hier nicht vernünftig... Na gut, so, aber dann schweben hier die Arme. Ach, ich kann das Ding gerade tot analysieren, wisst ihr? Aber ist okay. Ist okay. Anni Berger, nicht mega, aber gut, das hilft auf jeden Fall. Das, ja, das passt. 60 und eine falsche Anleitung. Jo, macht es Iron Factory besser? Das werden wir sehen. Habe ich noch nicht transformiert. Gehe ich heute Abend bei, morgen kommen Preview-Bilder auf meinem Instagram und Donnerstag gucken wir uns den dann an. So ist das. Jo, ich habe mir gerade 3 Void Legion bestellt, ein Hoch auf Army-Bild. Und so weitermachst, brauche ich kein zusätzliches Regal. Sehr cool, Alter. Sehr cool. Hast ja auch, hast du an den Code gedacht? Hast du an den Code gedacht? Hast du gestern bei Voice of Chaos dabei? Collectors Bay gesehen? Code? 35 Jahre Jubiläumscode? Ich will hoffen. Jo, so ist das. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich mit dem Ding für heute quasi durch. Und wir können eigentlich zum Final Score kommen. Weil dann habe ich den auch mal ein bisschen kürzer. Das war Transformers War for Cybertron Trilogy Kingdom. Galvatron, hier haben wir ihn in der Space Hobbitze. Das Plastik kommt ganz gut, ne? Mit dem Licht so, das macht was her. Schön Energie aufladen, das kommt gut. Nicht übel. Der ist absolut nicht schlecht. 8,3. Würde ich sagen, das ist fair. Ich erkläre mal groß, warum. Packaging 10, geile Artworks. Stabil, alles sicher, sieht gut aus. Bei allen Kingdom-Figuren ist der Killer. Appearance von dem ist grundsätzlich gut, weil das ist Galvatron sehr treu zur ganzen Vorlage. Das mit den Armen ist ein Armutszeugnis, dass er dann erstmal zu kurz ist, dass man ihn umdrehen muss. Das ist aber das Einzige. Der ist ansonsten wirklich schick. Accessories, Features habe ich so dermaßen runtergedreht, weil ich denke mir so, okay, eine Karte, die wahrscheinlich sowieso wieder nicht zum Charakter passt. Diese komische Double Revenge Kanone, weniger ist mehr. Dann lieber einen vernünftigen, purpurnen Blast-Effekt dazu. Meine Ansicht. Ist so. Materialien sind top. Ich glaube, hier geht euch nichts kaputt. Da, ihr habt eben gesehen, ich habe da ein bisschen dran rumgewirkt, bis das alles eingegangen ist. Und dann hat es gepasst. Von daher sehr, sehr gute Materialien. Hat Hasbro wirklich guten Kram genutzt, kann man nicht anders sagen. Funktioniert herausragend. Paint-Apps sind okay. Eigentlich mehr als okay. Sind eigentlich sehr gut. Ich mag seine abgeplatzten Kanten. Dieses komische Drybrushing unten an den Beinen fand ich ein bisschen merkwürdig und da sind so ein, zwei Paint-Splotches dran, die im gesamten Bild aber hart untergehen. Ne? Auch das Decepticon-Symbol ist sehr sauber aufgebracht auf der Brust. Das funktioniert, also gibt definitiv Schlimmeres. Absolut. Sehr, sehr gut durchgezogen. Gut durchgezogener Stil. Die Artikulation ist top. Bisschen eingeschränkt beim Rocker. Bisschen... War noch eigentlich schon, ja gut, keine App-Crunch, aber das ist egal. An sich kann er alles, was er braucht. Das ist das Wichtige und deswegen auch 8 von 10, weil man sogar, ach ja, genau, seht ihr, der hat nämlich sogar, das ist ganz wichtig, das muss ich nochmal eben zeigen, wenn ihr hier den Arm nehmt, der hat sogar eine drehbare Hand. Also das ist gut und die Hand ist auch vernünftig ausmodelliert. Das funktioniert. Das ist gut. Deswegen habe ich dem auch da durchaus eine 8 gegeben, weil der alles mitbringt. Der bringt tatsächlich alles mit, was man braucht. Und habt ihr auch gesehen, mal kurz hin und her getüdelt, kein Problem, wieder Haubitze, kein Stress. Würde sogar einigermaßen realistisch als Haubitze gehen, günstig, wenn ihr Sovereign habt. Meiner Ansicht nach, finde ich. Engineering von der Transformation ist alles andere als schlecht. Also das Hin- und Her-Tüdeln macht auf jeden Fall an sich Spaß, geht schnell, einigermaßen fehlerfrei. Ne? Dieser Punkt, dass da das Einpacken in die Seite fehlt. Wobei, bevor ich Scheiße erzähle, ich habe das nicht gefunden jetzt gerade, aber fehlt das da drinnen wirklich? Wir haben nämlich da drinnen das, deswegen mal gucken. Ich will ja, also ganz ehrlich, ich will ja keinen Schluss erzählen. Haben wir das geht in die Seite da rein, das klappt alles runter, das kommt da rein. Nee, das haben die tatsächlich nicht angezeigt. Die Bilder sind pixelig, das Ganze geht nach vorne. Das kommt hier hin, nach oben, runter, die Füße kommen nach hinten rein, das kommt nach vorne, die kommen in die Seiten und dann erwarten die, dass das einfach von selber da reinspringt. Der Schritt fehlt, habe ich mich wieder mal richtig erinnert. Gut, gut recherchiert, funktioniert aber trotzdem. So, Robot Mode, top,
wie gesagt, bis auf die etwas merkwürdigen Proportionen, ein bisschen breit, dann, wenn man das nicht rumdreht, die Arme ein bisschen weit nach unten. Alternate Mode ist okay. Wie gesagt, dass die Beine nur, dass die Füße hier nur nach hinten klappen als Stütze, das ist ein bisschen merkwürdig. Viel Waffles dann zum Reingucken. Aber ist okay. Ist halt eine Space Hobbits Playable. Ich habe die selber gesehen, ist dann sehr hoch, auch von den Bildern her, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass der Rocker nicht so ganz gut ist, dass man da nicht nach außen kommt, dass er nicht rennen kann. Aber man kann viel und schöne Sachen machen. Man hat im Endeffekt einen günstigen Garwatch, wenn man ihn zu sehr stellen will. Ist nun mal so. Den Preis finde ich allerdings happig. Ich finde, die Dinger sind mittlerweile unfassbar teuer. Ihr habt gesehen, wie groß der ist. Das sind so 20 Zentimeter. Das ist jetzt nicht viel Hohlraum und so weiter, aber es ist qualitativ ein gutes Toy. Aber ich finde da 60 trotzdem ein bisschen krass. Also, wenn man bedenkt, Leader war mal bei 40, 50. Ja. 50 schon mit... Aua! 40 dann eher. Aber 60 für den, also wirklich auf Strecke zu 100, finde ich krass. Finde ich wirklich krass. Ja, und dann ne, hat man hier diese... Hat man denn hier dezidierte Slots, die da rein sollen? Ich glaube, hier mit den Dingern soll das denn hier an diese Packs an die Seite. Ich mach's nicht. Ich habe kurz mal nachgedacht. Ich habe mich selber dazu überredet. Also ja, an sich sonst wirklich, wirklich gut. Und hätte ich selber tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte mal gucken, was die da feiern. Aber funktioniert. Funktioniert tatsächlich. Die Frage ist allerdings, was sagt denn unsere allerliebste Lieblingskatze dazu? So, wir schreiten sofort zur Arbeit, ne? Genau. Hier, nicht, dass ihr gefunden habt, aber liegt da für eine Tüte. Das war original eine Versandtasche von dem Modell von mir. Und jetzt ist das eine kleine Höhle für Lilly. Mit der Decke, die meine Mutter gemacht hat. Aber wofür ihr natürlich hier seid. Lilly Maus, was hältst du von dem Kerl? Ja, der ist gut, ne? Der sieht doch top aus. Passt ja 100% zum Kanal, ne? So schaut das aus. Genau. Meine Meinung. War doch schön. War doch schön. Gut funktioniert. Wir sind einer Meinung. Das ist das Wichtige. Das passt. Das sagt dann Happy Domino. Obwohl man bei Leader Class sagen kann, in der Größe, dass die Hand sich auch öffnen lassen sollte. Ja, genau. Ist richtig. Absolut. Optimus konnte das ja auch. Guck mal an. Ja, deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen, dass Garbage schon, glaube ich, sogar größer ist. Ja. War ja auch schon immer so mit Megatron und Optimus, ne? War immer ein Ticken größer. Finde ich okay. Tim, kann man die Kanonen zu einer kleinen Revenge bemalen? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mach ich bloß nicht. Ist nicht meiner. Aber bestimmt. Wobei man halt sagen muss, ne, es ist halt keine komplette Revenge, weil da fehlt der Brückenaufbau. Und der hat hier diesen Pack unten. Also, weiß ich nicht. Ich finde das Quatsch, das als Blaster zu machen und dazu zu legen und dann nicht mal in der richtigen Farbe. Finde ich bekloppt. So schaut's mal aus. Kann man nicht anders sagen. Leute, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich habe mich gefreut. Das war ein gutes Review. Das Ding geht hoffentlich nächste Woche raus an Timus Bidibo. Und wie ich das immer so gerne mache, der kriegt auch nochmal in seine eigene Grafik. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich immer auf jeden Fall, wenn ich Sachen von euch geliehen kriege. Das macht sehr viel Spaß. Und ich behandle die wie rohe Eier. Und wenn ihr das auch mal wollt und wenn ihr das gut findet, was ich hier gemacht habe, dann seid doch bitte so lieb, auch wenn ich die 1000 jetzt voll habe. Ich bin noch längst nicht fertig. Also tut mir einen Gefallen, drückt bitte das Like und das Abo und die kleine Glocke, dann kriegt ihr mit, wenn ich was Neues mache. Und ihr helft mir in den Ergebnissen von YouTube weiter nach oben zu kommen. Das ist 100% wichtig, damit ich weiter wachse. Gelle? Und jetzt muss ich mich noch um ein, zwei kleine Sachen am PC kümmern. Ich bin also heute raus. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich freue mich immer, wenn ihr am Start seid. Und ich werde das, ja, bis ich nicht mehr kann, weitermachen. Mal gucken, wie lange das noch so ist, weil eventuell mit neuem Job irgendwann und so weiter und so fort und dann zu Hause nicht mehr sein und vorbereiten können, müssen wir sehen. Ist aber erstmal noch Zukunftsmelodie. Erstmal mache ich es weiter. Erstmal bleibe ich euch erhalten und ja, schönen Abend. Habt ein schönes Bergfest, kommt gut rüber, tut nicht so viel. Und ich würde sagen, ich sehe euch nächstes Mal. Bleibt brav, bleibt gesund. Bye, bye. Jetzt muss er erstmal wieder das Outro suchen. Oh, jedes Mal dasselbe.